Wir sind zurück in Starfield. Wir nähern uns dem Release und deshalb gibt es hier einige wichtige Infos zu der Veröffentlichung. Nochmal zur Erinnerung, Release ist am 6. September 2023 um 2 Uhr nachts hier bei uns. Wer sich die Premium- oder die Constellation-Version gesichert hat, der kann bereits am 1. September ebenfalls ab 2 Uhr loslegen. Wichtig, Starfield ist im Game Pass enthalten, also wenn du den hast, dann hast du auch Zugang. Wenn du aber früher loslegen willst, dann gibt es dort für rund 32 Euro ein Upgrade auf die Premium-Version, womit dann neben dem Early Access auch ein Skin-Paket, ein digitales Artbook und der Soundtrack und natürlich auch die zukünftig erscheinende Story-Erweiterung enthalten ist. Der Preload ist bereits für Xbox-Spieler aktiv und das seit heute. Es sieht so aus, als ob das auch für Game Pass-Spieler auf dem PC gilt. Steam-Spieler müssen auf jeden Fall noch bis zum 30. August warten. Wenn du gerade den Game Pass auf PC aktiv hast, kannst du ja gerne eine Rückmeldung geben, ob du bereits vorladen kannst. Für PlayStation erscheint das Spiel übrigens auch weiterhin nicht, nur falls irgendwo noch irgendeine Hoffnung in diese Richtung hat. Starfield ist Gold und das hat eigentlich gar nichts zu sagen. Ich meine, Cyberpunk 2077 hatte auch Gold erreicht und einige Last-Gen-Spieler waren, glaube ich, nicht so fasziniert. Gold bedeutet heute im Wesentlichen, dass man der Meinung ist, man könnte das Zeug auf eine Disk pressen und den Rest erledigen dann die Updates. Aber gut zu wissen, dass dieses Relikt aus alten Tagen immer noch erwähnt wird, womit ich meine Schuldigkeit getan hätte. Das Spiel wird wieder ein echtes Brett. Auf der Xbox werden rund 140 GB benötigt. Die PC-Version wird dem sicher in absolut nichts nachstehen. Also gut, dass ein Preload angeboten wird, den du auch dringend nutzen solltest, wenn es dann pünktlich zum Start losgehen soll. Alle, die ein Review machen dürfen, haben heute ihre Kopien erhalten und können nun schon Starfield spielen. Das Ergebnis werden wir dann am 31. August erfahren. Denn das ist der Tag, an dem das Embargo fällt und die Presse über Starfield und ihre Eindrücke berichten darf. Du hast also nach dem Erscheinen des Reviews noch genug Zeit, um dir einen Überblick zu verschaffen und dann eben zuzugreifen oder eben nicht. Kommen wir zu den neuen Gameplay-Infos. Wenn dich einfach alles spoilert, solltest du dir den Abschnitt nicht antun. Auf der anderen Seite mache ich es wie immer, es wird natürlich keine Story-Spoiler geben. Also du bist gewarnt. Es wurde bestätigt, dass es Housing geben wird. Was? Das ist doch ein alter Hut. Schließlich habe ich doch gesehen, dass man da irgendwelche Kolonien zusammenbasteln kann. Ja, aber das sind irgendwelche Drecksbuden am Ende des uns bekannten Sonnensystems oder noch darüber hinaus. Wovon ich rede, sind richtige Wohnungen in größeren Städten, Zivilisationen und so weiter. Also so wie in Cyberpunk 2077, nur dass die Städte halt nicht Night City sind. Aber Neon kommt dem schon ziemlich nah. Auf jeden Fall soll man diese Buden mieten, aber auch durch Aufträge bekommen können. Also du musst nicht irgendwo auf Planet 666 deine Bude zusammenzimmern und allein rumhocken. Nein, du kannst auch in einer riesigen Stadt ein Apartment haben und dort, allein rumhocken. Aber wirklich allein? Womöglich nicht. Denn wie nun offenbart wurde, wird es über 20 Hauptcharaktere geben, die unserer Crew beitreten können. 4 davon kommen aus den Reihen der Constellation. Alle werden ihren Hintergrund und ihre Routinen haben. Um die Leute anzusehen, zu werben, muss aber erstmal Kohle fließen. Aber zum Glück kein Gehalt, das du dann fortan irgendwie monatlich berappen müsstest, sondern eine Einmalzahlung und da wird es noch die Möglichkeit des Handels geben, was dann natürlich wieder an deinen Fähigkeiten hängt. Schon cool, einmal zahlen und dann den Menschen für immer haben. Hört sich irgendwie unanständig an. Begleiter werden übrigens nicht wie bei Mass Effect eine eigene Skillung haben. Die kommen mit fertigen Werten, die aber unter bestimmten Voraussetzungen mit deinen Fähigkeiten stapeln und dich auf diese Weise unterstützen. Den größten Einfluss dürfte das beim Schiffs- und beim Bodenkampf haben. Wie bereits bekannt, wird es auch Fraktionen in Starfield geben, aber es war nicht klar, ob man sich früh auf eine festlegen muss. Das ist nicht der Fall. Die Handlungsstränge können unabhängig voneinander abgeschlossen werden, so dass man quasi als Doppelagent unterwegs sein kann. Hört sich irgendwie böse an. Aber an einem bestimmten Punkt wird man sich dann doch entscheiden müssen, wo es lang gehen soll. Aber vorher kann man, so wie es ausschaut, auf mehreren Hochzeiten tanzen. Abseits von Begleitern aus Fleisch und Blut, also der digitalen Version dieser Komponenten, gibt es noch Mechs. Wir haben bereits mindestens einen gesehen. Diese Mechs stammen eigentlich aus Kriegszeiten, die man später immer mehr umgerüstet hat. Aber auch heute kann man so einen Mech offenbar gut bewaffnen. Es gab so einen kleinen Hinweis darauf, dass es irgendwo im Spiel wohl ein Mech-Schlachtfeld geben soll. Naja, bei 1000 Planeten viel Spaß beim Suchen. Mutti und Vati.
Ja, die kannst du haben. Wie in Mass Effect auch, kann man sich einen Charakterhintergrund auswählen. Einer davon ist Kid Stuff, also Kindersachen. Dann sind deine Eltern am Leben und du kannst sie besuchen. Es wurde bestätigt, dass die Eltern ebenfalls mit dem Setting der Charaktererstellung erstellt werden, wodurch es möglich ist, dass du deinen Eltern ähnlich siehst. Also eigentlich sehen sie dir ähnlich, aber das ist halt dein Spiel. Also Mom und Dad, wir werden uns bald sehen und ich hoffe, ihr lohnt euch. Hört sich ein bisschen undankbar an, aber so ist das halt in Starfield. Nicht klar ist, ob die Eltern tolerieren werden, dass ich der größte Schmuggler der gesamten Galaxie werden will. Denn bekanntlich kann man schmuggeln, aber es war nicht klar, wie das genau abläuft. Auch dazu gibt es nun Infos. Es wird bestimmte Güter geben, die als Schmuggelware gelten. Die Güter musst du dann per Schiff irgendwohin transportieren. Dabei musst du aufpassen, dass du von den Sicherheitsbehörden nicht erwischt wirst. Es wird dazu bestimmte Module geben, womit du dein Schmuggelgut dann irgendwie verstecken kannst. Also ich nehme mal an, dass dann eine Patrouille unser Schiff nach Schmuggelware scannt und wir dann eine technische Möglichkeit haben, um die Ware zu verschleiern. Also potenziell eine megamäßig geniale Sache. Falls es aber schief geht, also du beim Schmuggeln erwischt wirst oder irgendjemanden von seinem Leben befreist oder vielleicht irgendwo etwas stehlst, dann kann das tatsächlich auch in den Knast führen. Also beim Schmuggel bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber bei Verbrechen in einer Stadt kannst du auf jeden Fall Probleme bekommen und das kann für dich, wie gesagt, im Knast enden. Wie üblich kann man sich versuchen herauszureden. Oder du zahlst eine Strafe, beziehungsweise vielleicht kann man die Leute auch schmieren. Oder du versuchst einfach alle auszulöschen, die wilde Behauptungen und Anschuldigungen gegen dich vorbringen und das nur, weil du 1, 2 oder 10 Leute zunächst gekillt und dann ausgeraubt hast. Vor Kindern. Was soll man sagen, Spießer und Gesetzeshüter sind halt ein extrem humorloser Haufen. Klar ist nun auch, dass in Starfield die Zeit nur läuft, wenn man auch im Spiel ist. Manche hatten angenommen, dass die Handelsrouten, die man eingehen und der Abbau, den man betreiben kann, so einfach weiterlaufen. Dann könnte man Kohle verdienen, während man nicht im Spiel ist. Eigentlich klar, dass das hier nicht funktionieren wird, denn das hier ist kein MMORPG, wo das durchaus genauso ablief. Ich erinnere mich noch gut an Star Wars Galaxies. Erze wurden abgebaut, Spieler zahlten ihre Steuern und meine Verkäufer verkauften meine Waren, während ich in einem ganz anderen und zugegeben etwas langweiligeren Teil der Galaxie unterwegs war. Die guten alten Zeiten eben. Apropos Jedi, Religion ist auch in Starfield ein Thema. Es gibt verschiedene Konfessionen. Manche glauben, dass Gott irgendwo da draußen ist, denn schließlich habe er den Menschen mit der Raumfahrt die Fähigkeiten gegeben, ihm näher zu kommen. Andere glauben an ein himmlisches Wesen, das den Namen Große Schlange trägt und sie befolgen einen Auftrag, der darin besteht, diesen Wesen zu folgen oder unterzugehen, wenn sie es nicht tun. Klassischerweise gibt es dann auch einen Tag des jüngsten Gerichts, wenn die Schlange vorbeischaut. Natürlich haben wir dann auch eine Gruppe, die einen atheistischen Ansatz verfolgt und die Verantwortung bei den Menschen sieht, die es hinbekommen müssen, ein gutes Leben aufzubauen. Also wahrscheinlich für alle. Falls du zu den Menschen gehörst, die alles gewaltfrei in einem Spiel erledigen wollen, so sieht es nicht ganz so gut für dich aus. Du wirst eine Menge Alternativen haben, wie du eine Situation lösen kannst. Mein Lösungsansatz ist meist das Argument einer mächtigen und geladenen Waffe. Aber du kannst auch einfach nur quatschen und auf diese Art versuchen, den Kampf aus dem Weg zu gehen. Doch die Devs sagen auch klar, dass es keine Garantie dafür gibt, ob man das auch schaffen kann, was ja auch bei dem Umfang des Spiels klar ist. Ich nehme mal an, da hat sich keiner speziell für einen pazifistischen Durchgang hingesetzt, um das konkret durchzuplanen. Trotzdem, du kannst es versuchen und sollte ein NPC dann doch mal das Zeitliche segnen, dann ist ja immer noch eine Schweigesekunde drin. Das war's, das sind die neuesten Infos zu Starfield soweit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du dich auf weitere Starfield-Videos auf diesem Kanal freuen. Bis dahin freue ich mich über einen Daumen nach oben und lass gerne einen Kommentar da, was du über die Themen in diesem Video denkst. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.